Moin Leute, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. So, heute machen wir wieder mit Avatar weiter. Letzter Stand war, wir haben den neuen Clan im Mutterbaum gefunden oder Heimatbaum und haben für den oder für die Leute da ein paar Aufgaben erfüllt und müssen dann so langsam mal zurück und gucken, was uns das gebracht hat. Und dann gehen wir direkt mal reingucken. Da muss sich ja noch einiges ergeben. Wir müssen ja auch noch den Ikran kriegen, ne, diesen Flugdrachen, dass wir uns dann auch ein bisschen geschmeidiger über die Map bewegen können. So. Und gucken mal, wo ist es? Da hinten, okay. So, dann gehen wir hier lang. Den Weg kennen wir jetzt so ein bisschen. Da haben wir den Heimatbaum. Tadam. Gehen wir da mal rein. Ich weiß immer noch nicht, wie man die Waffe wegsteckt. Und? Es ist Jahre her, dass dein Volk uns besucht hat. Gärtner, würde diese Unverschämtheit... Hast du mehr frischen Nektar gesammelt für die Kinglore? Sehr viel. Duftend und süß. Oh. Habe ich für dich was gesammelt? Komm her, wenn du mehr brauchst. Mach ich. Jo, was geht? Hoffentlich sorge ich mich ohne Grund. Oh mein Gott, bist du lost. Zeus, hallihallo. Na, alles gut? Du weißt doch, wie sehr ich dein Essen mag. Jawohl. Bleibe dabei. Kochen Prohust. Ist nicht wirklich eine Kunst, oder? Ich sag es dir. Ja, soweit ganz gut. Sehr warm wieder heute. Aber ja, fliegen wir irgendwie hin. Und bei dir, alles in Ordnung? So, wollt mir nicht irgendwas geben? Nein. Schon wieder? Wie konnten sie es schon wieder zerstören? Ich, habe hier etwas Fleisch. Nevika meinte, du... Wie viele Jammerlappen wollt ihr mir noch schicken? Alles nur ein Scherz. Sie sagte, du wärst der beste Koch. Das Kind ist charmant. Und Ehrlichkeit von Nevika. Das klingt nach ihrer Strategie. Sie glaubt, mit Schmeicheleien erreicht sie alles. Komm, komm. Der Grießkram läuft nicht weg. Wenden wir uns nun ernsthaft. Oh, da machst du aber Fortschritte, Zeus. Sehr cool. Was hat euer Heimatbaum? Sehr cool. Etua sagte, dass er leidet. Die Kinglor sind unruhig. Wir kümmern uns um sie, seit die Blüten geschlossen sind, aber es sind zu viele. Gärtner möchte, dass sich Etua nur ihnen widmet. Aber ich glaube, das Kind tut schon, was es kann. Pass gut auf! Gärtner sollte sehen, dass du noch immer Navi-Fertigkeiten besitzt. Und ich will das auch. Ein wenig Mitgefühl würde viel bewegen. Okay. Können mit der Flagge ist gefährlich. Himmelsmenschen so viel Chaos anrichten? Kaum. In Bad und Witze. So. Mach jetzt mal nix hier. Nicht, dass ich auf einmal nichts mehr in der Hand habe. Ah, ich komme aber wieder dran, oder? War vielleicht dann gar nicht so clever. Okay, was hast du zu melden? Pfleg deinen Bogen gut. Immer. So, gehen wir mal zu ihm. Wonach suchst du denn heute? Oh ja. Was zu essen ist immer gut. Wie findest du das Spiel? Würdest du es empfehlen? Bin echt am Überlegen, es mir zu holen. Wäre über ein Feedback dankbar. Ey, das ist der Hammer. Also es ist erst der zweite Stream jetzt, ne? Wir haben jetzt, oh, ich glaube 6 Stunden oder so. Oder 7 mittlerweile. Es ist sehr, sehr geil. Ne? Ego-Shooter, klar. Große Welt. Bisschen, wie soll ich sagen, bisschen kompliziert. Ich bin kein Mensch, der Survival-Spiele spielt. Und das geht halt sehr stark in die Richtung, ne? Materialien sammeln, um Essen herzustellen. Ne? Das ist ein
ist eine Küche hier, da kann ich jetzt kochen, wenn ich die Rezepte habe. Und um die Waffen herstellen und verbessern. Also bisher ist es so wie bei Horizon Zero Dawn, ne, also im machbaren Bereich. Wenn es aber zu viel wird, dann ist das nichts mehr für mich. Du musst auch zum Beispiel kontinuierlich essen, ne? Deine Energie geht weg und dann musst du was essen und dann hast du wieder Energie, um weiterzugehen. Sowas. Aber ansonsten, das ist mega. Ich würde schon fast sagen, ein Meisterwerk. So, gucken wir mal, kochen. Haben wir noch gar nicht gemacht. Machen wir mal eine Mischung aus den beiden hier. Und gucken mal, was passiert. Ich habe noch nicht einen einzigen Bug gehabt. Das Spiel kam ja auch schon vor einem Jahr raus, ne? Also die haben schon gut gepatcht in der Zeit. Also gar kein Problem. Und auch performancemäßig, also null Probleme. Null Probleme. Das hier läuft jetzt gerade alles auf Ultra. Warte mal ganz kurz. Explosionswiderstandsfähigkeit 12 Minuten lang. Okay. Jo. Nehmen wir mit. Das hier ist auf Ultra. Es gibt halt auch noch, ne, diesen... Was Cheat will ich gar nicht sagen, aber man kann eine Option freischalten, dass man den Unobtanium-Modus hat. Dann ist halt alles mehr wie Ultra. Da hat er meine Probleme hier, mein PC. Dann hat er 40 Frames durchschnittlich. Jetzt sind wir bei 120 Frames. Auf Ultra, ne? Also auf Ultra, was jetzt wirklich schon fantastisch aussieht. Da guck, jetzt zeigt ihm an Nahrung essen, ne, weil die Energie weg ist. Dann muss ich hier ins Menü, Q gedrückt halten, T drücken und dann was schon essen. Wie konnten sie es schon Zack, es wird die Energie wieder aufgefüllt. Ja, also das ist Ultra, das höchste was geht. 120 Frames mit FSR, ich glaube 3.0 macht das. Nicht diese und, Farbe, nein. Zu dunkel. Hoffentlich auf Unobtanium Einstellungen wären es dann nur noch 40 Frames. Und es ist optisch jetzt kein großer Unterschied. Ich habe mir dazu auch Videos angeguckt von Digital Foundry. Ne? Die haben 3 Videos rausgebracht, wie man es einstellen sollte, ne? Wenn man den CPU hat und den GPU und so weiter. Und die haben halt auch gesagt, Unobtanium Sag Bescheid, wenn ich sonst noch was okay, für dich tun kann. Aber ist eigentlich gar nicht nötig. Weiß nie, Vika, dass hier ist Raytracing an und alles. Path Tracing. Sieht wunderschön aus. Okay, dann werde ich es mir, denke ich, holen. Danke für dein Feedback. Würde es ja dann eh auf der PS5 spielen. Ah, okay, auf der PS5. Aber gerne, gerne, klar. Ist ja jetzt eine Xbox, ne? Das ist im. Nee, ist nicht im Game Pass drin. Ha, stimmt, ist nicht im Game Pass drin. Ich liebe ja, auf der PS5 soll es auch ganz gut performen. Habe ich gehört. Irgendein Mineral. Vielen Dank für dein Follow. Vielen Dank für dein Follow. Bei weiteren Fragen einfach melden. Frische Kräuter machen ein Gericht lebendig. Ich meine, guck dir das an. Das ist einfach wunderschön. Ich frage mich echt, ruckelt das bei euch im Stream? Also wie gesagt, hier... Abfahrt! Hier im Spiel selbst ist gar nichts, super smooth. Wenn ich aber in OBS reingucke, dann ruckelt er ein bisschen. Bei der Streamübertragung sehe ich es jetzt nicht unbedingt. So, ist aber gerade auf der PS5 im Angebot, deswegen passt das. Lohnt sich die teuerste Version? Oh, die teuerste Version weiß ich nicht. Kann ich ja nicht sagen. Also das ist die Standardversion. Ohne Season Pass, ohne die ganzen Goodies dabei. Das kann ich dir nicht beantworten. Das weiß ich nicht. Du bist aber okay. Da das Spiel so riesig ist, ne?
Das ist ja war am Fluggerät. Zum einen das schwerste Spiel, was Ubisoft jemals rausgebracht hat. Einer von uns hat es abgeschossen. Und eines der größten und längsten. Hat verstanden, wogegen wir größten kämpfen. Größten und längsten, naja. Hast du? Ich würde empfehlen, ich einfach mal nur die Standardversion zu holen. Auch dich, Neja. Und da kannst du mit Sicherheit 250, 300 Stunden spielen, bevor es überhaupt an die DLCs gehen würde. Bis dahin sind die garantiert in irgendeinem Sale, Christmas Sale, Easter Sale, irgendein Sale ist ja immer. Oder holst du einfach den Season Pass. Hast das gleiche im Endeffekt dann. Das warst du? Du hast das Fluggerät abgeschossen? Ich hatte keine Wahl, musste mich verteidigen. Du hast gesehen, was passierte. Ich kann es nicht glauben. Nur um die Fehler zu vertuschen. Aber ruckelt nicht, oder? So ist das alles nicht. Okay, dann danke auf jeden Fall. Mein Vater spricht so stolz über mich. Vielen Dank, vielen Dank. Und danke fürs Reinschauen. Komm gern mal wieder vorbei. Sie erwarten so viel von mir. Unsere Leute sollten nicht unter meinem Fehler leiden. Ihr wolltet beide immer nur das Beste für euren Clan. Vertrau mir doch bitte mehr. Als guter Anführer muss ich meinen Leuten trauen. Für deinen Mut. In Zukunft musst du besser vorbereitet sein. Noch besser vorbereitet. So. Skillpunkt, Skillpunkt. Also sprich mit Karnat und bla bla bla. Im Versammlungsraum des Heimatbaums. Die armen Geschöpfe des Waldes gehen weiter und weiter und finden keine Nahrung. Lass die Nacht. Wo ist denn der Versammlungsraum? Oder hier war ich noch gar nicht, ne? Ja, da geht's wieder runter. Der Krieg ist unvermeidbar, besonders für Jäger. Oh, Fenster. Versuch doch mal, Nektar mit etwas Rindenfruchtsaft zu mischen. Gepresst oder mit Fruchtfleisch? Immer gepresst. Aber okay, wer bist du? Nevika hat ihren Willen bekommen. Ah, wir sind richtig. Jetzt siehst du wie ein Sarentu aus. Der Verlust deines Volkes schmerzt uns. Wir schätzten seinen Rat. Aber du bist nicht hier, um sein Wissen zu teilen. Die Himmelsmenschen. Der Widerstand kämpft gegen sie. Doch er braucht Hilfe. Deshalb bist du gekommen? Du stehst in unserem Heimatbaum. Selbst du, ohne Volk, musst seine Wärme spüren. Und ich soll den Krieg hierher holen? Nein. Sie bringen Krieg. Bitte. Wir Aranahe möchten keine Kämpfe, aber du willst uns hineinziehen. Gar nicht wahr, Lüge. Deine Familie? Kaum. Mutter. Ihr Lächeln. Ihre Wärme. Hast du sie sterben sehen? Hat sie gelächelt, um dich zu beruhigen? Hast du Ewas Licht in jemandem erlöschen sehen? Du hast richtig Eindruck hinterlassen. Katna ist sonst unerschütterlich. Bitte sei vorsichtig. Ich wollte ihn nicht verärgern. Kopf hoch, statte dem Wipfel des Heimatbaums einen Besuch ab. Die Zeit ist zurück. Okay. Dann gehen wir mal. Du hast dich selbst übertroffen. Das Fleisch war so saftig. Und diese süße Bärenkruste. Perfekt Kinglornest. Also, möchtest du wieder was für die Jagd morgen? Du kennst mich zu gut. Oh, wollte ich nicht stören. Romantik. So. Wo geht's denn dahin? Dachgeschoss. Be-
Bevor ich Lehrer wurde, komm, Reisender. Vielleicht findest du das. Du bist nicht der einzige Gast der Aranahe. Kokolope, sie besucht uns gelegentlich. Kokolores. Von wo bleibt ein Rätsel. Wie du ist sie wagemutig. Also nutze die Gelegenheit, sie zu treffen. Man weiß nie, wie lange sie am Ikran-Landeplatz bleibt, bevor das Abenteuer wieder nach ihr ruft. Mhm. Ja, machen wir dann auch noch. Boah, ruckelt das im OBS? Was möchtest du? Weiß ich nicht. Achso, kosmetische Gedöns. Gar nichts. Herausforderung? Ah ja. Möge der Wind dich segnen. Das macht er. Was ist mit dir? Kann ich dich fliegen? Nee. Das kommt jetzt noch. Ich muss ja dann wahrscheinlich wie im Film auf einen Gipfel steigen. Ich brauche immer Hilfe. Wer hat es gefragt? Aha, Clown. So, wo geht's hier hin? Alter, es ist ein verdammt großer Baum, wenn ich es mal so sagen ich darf. Ich kann ne? das schaffen. Wer bist du? Die Kinder sind unruhig. Der Regenwald war einst ihre Heimat. Die Himmelsmenschen haben sie verjagt. Ist nur dieses Nest übrig? Ja. Und der Heimatbaum wird schwächer. Durch die vielen Kinglor hier. Ah, sie, wie die Königin sie umsorgt, sie beschützt. Sie ist die geborene Führerin. Es wohnt ihr inne. Sie weiß, wo sie hingehört. Meine Mutter sagte, stetes Herz sieht stete Flügel. Bei ihr waren sie ruhig. Manchmal hat sie sie morgens gepflegt, für sie gesungen. Ach, ihre Liebe war genug. Keine Sorge, sie tun nichts. Die Kinglor sind friedlich. Aber bei Gefahr werden sie wild. Ihr Stich schmerzt und sie greifen im Schwarm an. Auch wir müssen stechen. Iddu, wo ist er? Dein Vater sucht nach ihm. Er ist nicht hier? Wir müssen zu Katnat. Nein, geh nicht allein. Suchen wir ihn gemeinsam. Das Volk braucht seine Zeit. Hier. Ich werde das regeln. Lass mich mit nicht dir gehen. Im Stream, ne? Eine Hand wäscht die andere. Bleib hier, wo du gebraucht wirst. Wo ich hingehöre. Nee. Dann lassen wir es so laufen. Bei den Waldklippen ist ein Jägerlager. Sicher beginnt Vefilo dort ihre Suche nach Etu. Ja, Moment. Willst du was? Taugt Nivikas Seide nichts mehr? Kurz ein bisschen hier. Oh, da haben wir was. Skillpunkt. Oder da muss ich jetzt hin. Da gehe ich jetzt hin. Ist man einfach nur eine leere Hülle. Oh, es wird hell. So, hier wollte ich noch mal eben gucken. Ob jemand mit mir reden will. Ah, guck mal, das ist ein Ausgang sogar. Ja, cool. Muss ich nicht durch den ganzen Baum hier düsen.
Okay. Können wir mal gucken, ob wir den Jäger finden. Ja, gibt es ja sogar Straßen. Guck an. Da hinten brennt es ja immer noch. Was ist das denn? Ach. Wollte Eloa nicht aufkommen? Gatland würde davon erfahren. Zu riskant. Wir müssen ihn finden. Und dann zeigen wir es in den Himmel. Ah, guck mal, hier kann ich kochen. Gemeinsam mit Eto. Ja, okay. Dann haben wir ja was zu essen. So, was geht hier? Ah, der Sarentu. Rey wollte die Himmelsmenschen beobachten und sie herumstolpern sehen. Rey will sicher nicht, dass wir uns in ihre Angelegenheiten einmischen, aber du kennst die Himmelsmenschen. Wir nicht. Und Lorei ebenfalls nicht. Kannst du sie vielleicht beim schattigen Hain treffen? Na klar. Ein Sturmgleiter ist vor kurzem in den Wald gestürzt. Weißt du, was los ist? Ich weiß, warum du hier bist. Ich will helfen. Oder mich überwachen. Etua schickt dich. Sie will nicht, dass ich Gatnat verrate, was sie tut. Etua macht sich nur Sorgen um Etu. Typisch Sarentu. Immer diplomatisch. Hoffentlich. Irgendwann. Vielleicht brauchen wir deine Diplomatie. Wir sind keine Kämpfer und diesmal zu weit gegangen. Was meinst du? Bilder bemalt. Die Himmelsmenschen kommen immer näher. Also wehren wir uns. Nur wir drei. Damit Gatnat nichts bemerkt. Sonst ist immer alles in Ordnung. Wir kehren zurück. Feiern. Aber diesmal hat es Eto nicht geschafft. Er braucht mich. Ich muss los. Ich begleite dich. Ich folge unseren Spuren. Du hast keine Ikran. Ich kann hier suchen. Vielleicht sind Somme und er näher, als du denkst. Vielleicht. Man findet ihn oft bei den Steinsäulen, den Hügel hinunter. Am Fuß der Klippen ist eine Höhle. Check deine Ausrüstung. Die Himmelsmenschen sind in Gruppen unterwegs. Und nimm Schick die großen mal die Bilder, Blätter, um es vorher aussieht. Pfeil dann kommt der Rest. Ja, alles klar. Du trägst seltsame Stoffe. Boah, Gewitter. Hatten wir auch noch nicht. Okay. Suche nach Etu. Und wo? Da. Das meint die doch, oder? Ja. Wollen wir da hin? Okay. Was mit dir? Hallo, Freund. Wie wäre es mit einer Mahlzeit und einer Geschichte? Diese Aromen erfreuen den Gaumen und den Geist. Klingt wunderbar. Was kochst du? Oh nein, mein Kind. Du bist für das Gericht verantwortlich. Ich werde dich anleiten und dir etwas erzählen. Die Sarentu lernen schließlich gern die Traditionen der anderen Clans. Das gefällt mir. Wo bewahrst du die Zutaten auf? Ah, das Sammeln gehört zu deiner Reise, verstehst du? Die Hauptzutat ist Rindenfrucht. Scharlachpilze verfeinern den Geschmack. Wir benötigen makellose Zutaten. Gib dich nicht mit niedriger Qualität zufrieden. Nimm dir Zeit beim Ernten und beschädige sie nicht. Rindenfrucht und Scharlachpilze. Das klingt einfach. Einfache Rezepte sind oft nur schwer zu meistern, mein junger Sarentu. Und dieses hier ist das Einfachste. Leider hat der Gifthauch der Himmelsmenschen alles verdorben. Selbst diese Früchte und Pilze. Aber
Wenn du aufmerksam suchst, wirst du dennoch herausragende Exemplare finden. Lass dich von mir anleiten und ich verspreche dir eine lohnende Geschichte. Ja, im Prinzip nicht schlecht. Aber jetzt nicht. Jetzt müssen wir uns erstmal um den verlorenen Jäger kümmern. Das ist so schön, das Spiel. Ne? Oh. What? Ach, ihr blöden Kackviecher. Flickerhöhle? Da muss ich rein. Das riecht nach Ärger. Oh. Die haben mich nicht, ich will nicht laufen. Ich bin voll mit Schoki. Okay, drei Stück. Im Moment. Was war das? Nichts. Hey, jetzt sei doch nicht so nervös. Das sieht gut aus. Das war der dritte Angriff in dieser Schicht. Klar bin ich nervös. Hier werden immer. Bam. In your face. Oh, noch jemand. Da. Nächste Woche geht's wieder gegen Norden. Oh, geil. Hätte ich auch Bock. Ich sterbe heute nicht. Doch, tust du. Okay, ich muss noch ein bisschen Munition bauen. Ey, naja. Knöpfe, ne? So. Loot verliert ihr nicht, aber ihr verliert Loot. Ah, Sturmgewehrmunition, da habe ich mehr als genug. Zeus bekommt erstmal einen Eintrag ins Klassenbuch. Der hätte das auch alles in Bilder ballern können. So, hier die Höhle. Die da. Sieht fast so aus. Okay, gehen wir mal gucken. Das ist der Ort. Essen. Aber was noch? Oh, ich muss wieder... Das? Ein Navi hat gegen die RDA gekämpft und die Oberhand behalten. Dann zerbrach der Bogen. Musste fliehen. So, dann haben wir hier noch was. Es hat vielleicht zu tun mit... Essen? Ich denke nicht. Nee. Okay. Da haben wir noch was. Idus Kopfschmuck. Wo ist der hin? Etwas wollte hier unbedingt raus. Fliehen oder jemanden verfolgen. Gut, ich denke mal, der Kopfschmuck. Nein. Hey. Ach so, wir haben das noch aktiviert. Mach das hier mal weg. Nein, nicht jetzt. Und ich frage mich, das ob verbinden wir hiermit? So nicht. Nee. Hä? Sonst war hier aber nichts. Da noch was? Nee. Okay.
Dann probieren wir es nochmal so. Ich denke nicht. Mit. So. Sieht falsch aus. Ein Ikran hat hier gekämpft. Sein Kopfschmuck ist dabei gerissen. Er kämpfte sich nach draußen. Ja. Gut, wir haben aber hier noch Hinweise, die wir verbinden müssen. Aber wieso passt das nicht? Das hier? Es hat vielleicht zu tun mit dem. Edu rastete hier. Doch. Etwas hat ihn unterbrochen, bevor er essen konnte. Edu und Somme. Ein Kampf. Sie wurden in der Höhle gefangen, konnten aber fliehen. Ist das Ikranblut? Wir können dem Geruch folgen. Wie riecht denn so ein Ikran? Komm, wir gehen da mal hoch. Oh oh. RDA, ich beeil mich besser. Ja, glaube ich auch. Das ist der Geruch. Ja. Da muss ich hinterher. Mit euch. Danke für die Gaben. Der riecht nach alten Socken und Kaugummi. Die schlimmere Mischung ist mir gar nicht eingefallen. Ja, die ist schon gut. Oh ja, trinken. Oh, ich bin klitschepitsche nass, ne? So. Das ist das Ding, ne? Ja. Oh, hier hört's auf. Alter, jetzt sag nicht, ich bin in die falsche Richtung. Oder liegt hier was? So, wie gesagt, Questhinweis. Ich sehe jetzt aber auch keinen Ikran, der da irgendwo rumliegt, oder irgendwo drauf ist. Hm. Okay. Die Geruchsspur ist weg. Da. Eben mal angezeigt.
Ich hab sie gehört. Da lang. Wo lang? Hier lang. Da ist schon wieder Krieg. Alter, lass mich. Da fliegt was Brennendes. Ja, so mäßig Geruch wieder. Sie werden sie töten, schnell! Ich sehe aber niemanden. Da. Oh, es sind eine Menge, Alter. Okay. Erledigt? Bin ich geil oder bin ich geil? Na, sammeln wir wieder ein. Ist ja nicht explodiert. Zum Thema, lass mich raus. Das ist geil, dieses Verwaschene, ne? Durch den Nebel. So, jetzt muss ich kurz gucken. Das Ding muss irgendwie auf. Ah. Hey! Hol mich hier raus! Bin dabei. Itu, ich bin es, dein Jagdschüler! Sarento? Wie hast du mich? Itua hat mich geschickt! Immerhin hast du etwas von mir gelernt. Fünf. Und jetzt hol mich hier raus. Die Tür klemmt. Moment, ich werd's versuchen. Hey, hier drin. Finde einen Weg, die Tür. Ah, guck mal hier. So, entriegeln. Einmal. Kein Strom. Ich werde das reparieren. Okay, ich muss da hoch. Alter Vogel, soll ich denn deinem Meister helfen? Muss mich doch schon hinlassen. E halten, um zum Besänftigen. Ah. Ruhig, Mädchen. Aha, siehst du? Man lernt dazu. Meinst du? So, nochmal aufmachen? Nein. Ach, da oben ist noch was. Okay. Ne, da war ich doch gerade dran. Mit 5. Strom ist da. Das noch repariert werden? Und wie?
Ah, so. Okay, aha. Jetzt sollte ich hineinkommen. Da. Ich glaube, das war's. Ja, komm rauf. Da drin. Runter! Der Metallvogel ist eine Falle. Sorry, ich wollte dich herauslassen. Meine Ikran, Jamie, ist sie? Immer noch am Kämpfen. Sie hat mir gegen die RDA geholfen. Die Himmelsmenschen haben uns getrennt. Mich in die Enge getrieben. Sie haben auf sie geschossen, über ihre Qualen gelacht. Sie jagen ohne Not. Wir müssen hier raus, bevor noch mehr kommen. Ich muss zu ihr. Ich weiß. Diese Metallklappen am Boden bekomme ich auch nicht auf. Ja, nicht mehr. Die haben sich wieder verriegelt. Feuer! Zurück! Mist! Ich muss diese Türen aufbekommen! Oh, und zwar schnell. Ah, guck mal da. Zack, zack, zack. Oh. Jetzt. Da, das wär's! Das sollte klappen! Also raus hier! Aha. Hey, ich will auch raus! Ah, da. Sprich mit E2 am Ufer der Absturzstelle. E2! Where are you? Alter. Bist du okay? Wir sind dem Metallvogel entkommen. Das war knapp, Sarentu. Nur so gleiten wir durchs Leben. Das war zu knapp! Ich danke dir, Elanai. Somme hat uns gerettet. Sie ist eine legendäre Ikran. Zusammen schaffen wir alles. Ich habe gesehen, wie das Metallding geschossen hat, als sie es zerfetzt hat. Ich muss Etuwa davon erzählen. Etu, du bist verletzt. Lass mich dir helfen. Nicht der Rede wert. Ich rufe Somme und fliege los. Ich hätte sie nie verlassen dürfen. Sie ist verletzt und allein. Sie kann nicht weit sein. Somme ist stark und tapfer. Wir finden sie. Gemeinsam. Wir müssen sie finden. Du hast dich noch nicht gebunden. Du verstehst das nicht. Sag's mir. Es ist einzigartig. Ihr fliegt vereint und denkt vereint. Ich hoffe, irgendwann auch so eine Bindung zu haben. Das hoffe ich auch sehr. Ich glaube, ich habe sie gehört. Hier lang! Ja. Wie hast du sie gewählt? Sie wählte mich. Sie hat mir vertraut. Und jetzt... Ich darf sie einfach nicht verlieren. Etu! Wir müssen aufhören. Nein! Somme braucht mich. Oh, wird das vielleicht mein Ikran? Wenn er jetzt stirbt? Such weiter nach ihr. Finde ihre Fährte. Ich komme nach. Bist du sicher, Digga? Da ist ihre Fährte. Fährte. Da ist sie. Mädchen.
Komm. Ja, ja, ich komme ja schon. Alles gut, alles gut. Etu, schnell! Sie ist hier! Mädchen, was ist los? Summe! Was haben sie dir angetan, Schönste? Ich bin jetzt da. Sei nicht Sodomie, was sie da teilen. Teile deine Schmerzen mit mir, Summe. Lass mich helfen. Wir müssen nach Hause, Summe. Du musst kämpfen, damit wir gemeinsam heim können. Du versuchst es gar nicht. Du solltest doch... Verlass mich nicht. Bitte. Es tut mir leid. Wir können sie doch retten, oder? Nee, Digga. Die ist tot. Kehre zurück zu Ewa. Bis die flüsternden Winde uns erneut emporheben. Freunde. Ich kam zu spät, Edu. Es tut mir so leid. Kann ich irgendwas für dich tun? Sag Etua und Vefilo, dass ich in Sicherheit bin. Dank dir. Ich muss Sommes letzten Flug ehren. Vielleicht können wir es gemeinsam tun. Beim Heimatbaum. Ich lasse dir etwas Zeit. Okay. Schade. So.